Zum Auftakt der touristischen Sommersaison am 1. Mai wurde nach einem Festakt im Stadttheater von Frau Kammerschauspielerin Christiane Hörwiger unsere Blumenuhr nach ihrem Standortwechsel in Betrieb genommen. Als Attraktion für alle Besucher unserer Stadt gilt seit Jahren der vom Badener Fremdenverkehrsverein durchgeführte Blumenschmuck-Wettbewerb. Am Badener Hauptplatz konnten sich Teilnehmer bei Floristen und Fachkräften informieren. Somit stand einer Verschönerung ihres Geschäftsportales, ihres Vorgartens oder ihres Balkones nichts mehr im Wege. Unser Stadtgarten gilt beispielgebend in der Gestaltung von Grünanlagen. Mit Liebe zum Detail werden die Blumenbeete konzipiert und mit dementsprechend farbenfrohen Blumen ausgesetzt. Zunehmender Beliebtheit bei der Badener Bevölkerung erfreut sich das Häckselservice, eine umweltbewusste Einrichtung und Dienstleistung. Die Leute des Stadtgartens stehen hierbei natürlich stets mit Rat und Tat zur Seite. Das aus dem Häckselvorgang gewonnene Material eignet sich hervorragend für die Düngung von Gartenanlagen. Zur Eröffnung der Operettensaison in der Sommerarena fand sich wieder auf Einladung unseres Bürgermeisters August Breininger zahlreiche Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur in unserer Kurstadt ein. Traditionsgemäß wurde dieses kulturelle Ereignis vom damaligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig eröffnet und durch die Anwesenheit des zu dieser Zeit amtierenden Bundespräsidenten Dr. Kurt Waldheim besonders ausgezeichnet. Auf Einladung des Bundesratspräsidenten Dr. Herbert Schambeck besuchte auch der damalige Parlamentspräsident aus der Tschechoslowakei, Alexander Dubček, eine Premiere unseres Operettensommers. Anlässlich eines Besuches einer hochrangigen Delegation aus Cervia zeigte sich der Badener Hauptplatz in einer italienischen Atmosphäre. Folkloristische Tanzdarbietungen und Fahnenschwinger aus unserem südlichen Nachbarland verstanden es, uns kulturelle Impressionen der Adriastadt näher zu bringen. Mit diesem Festakt wurde die besondere Verbundenheit der beiden Städte, Cervia und Baden, wieder einmal zum Ausdruck gebracht. Diese multikulturelle Verbundenheit beruht auf der jahrzehntelangen Ferienaktion Sommer, Sonne, Cervia, stets ausgezeichnet organisiert vom Vizebürgermeister Fritz Koprax. Der Rote Kreuztag gab wieder einen beeindruckenden Leistungsbericht über die Einsatzbereitschaft dieser Hilfsorganisation. Im Rahmen dieses Festaktes wurden langjährige Mitglieder der Rettung für ihre Verdienste geehrt. Die Effizienz des Roten Kreuzes, Bezirksstelle Baden, zeigt sich auch in etwa 1400 Ausfahrten, die im Monat durchgeführt werden und zahlreichen Menschen das Leben retten. Kostproben aus der Gulaschkanone fanden bei Jung und Alt großen Zuspruch. Florianitag gedenken die Feuerwehren ihres Schutzpatrons, des heiligen Florian. Nach dem offiziellen Teil, in dem verdiente Kameraden geehrt wurden, konnte sich Badens Bevölkerung von der vielfältigen Arbeit und dem technischen Stand dieser Institution überzeugen. Mit spielerischen Mitteln wurden unsere Kleinsten dermaßen motiviert, dass einige von Ihnen sicherlich eines Tages den Florianijüngern angehören werden. 1992 fand bereits der zweite Lehrgang zur Diplomausbildung auf dem Gebiet der Krankenpflege statt. Dieser Ausbildungsweg steht für Niederösterreich beispielgebend da
und ermöglicht Stationsgehilfen, neben ihrem Beruf im zweiten Bildungsweg das Krankenpflegediplom zu erreichen. Die Schüler kommen nicht nur aus dem Krankenhaus Baden, sondern auch aus anderen niederösterreichischen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Durch diese Maßnahme, bei der Baden federführend war, ist es gelungen, entsprechend geschultes Pflegepersonal vor allem im Krankenhaus Baden zu bekommen. Im Rahmen eines Festaktes wurden 21 Schülerinnen und Schülern Diplome durch Bürgermeister August Breininger und Gesundheitslandesrat Wagner überreicht. Ebenfalls eine Pionierleistung gelang der Stadt Baden mit der Einrichtung einer Ergotherapieschule. In dieser medizinisch-technischen Akademie für den ergotherapeutischen Dienst wurden von 55 Interessenten 15 Studentinnen aufgenommen, die hier zu Fachkräften im Krankenpflegebereich ausgebildet werden. Bis zur Adaptierung der Lehrräume in der Kaiser-Franz-Joseph-Schule werden die Studenten interimsweise im Lehrsaal des Roten Kreuzes unterrichtet. Mit einem Wort, Badens Sozialleistungen für unsere Mitbürger stehen an oberster Stelle. Sein 200-jähriges Jubiläum feierte unser Kurpark. Mit einer sehens- und hörenswerten Feier in der Hauptallee dieser einzigartigen gartenarchitektonischen Anlage wurde dieses Jubiläum entsprechend begangen. Operettenmelodien, dargeboten von Solisten der Sommerarena und Balletteinlagen faszinierten an diesem hochsommerlichen Tag rund 5000 Besucher. Mit den Worten Kaiser Franz Josefs, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, ging für Baden dieser wohl einmalige Festakt zu Ende. Eine repräsentative Ausstellung über 200 Jahre Kurpark gab es im traditionsreichen Heim der Kunst. Die sorgfältig zusammengestellten Exponate faszinierten über 2000 Ausstellungsinteressierte. Der Ausblick von einem der Präsentationsräume auf den Beethoven-Tempel sorgte bei dem Betrachter sicherlich für eine nachhaltige Erinnerung an unseren jubilierenden Park.